Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Spirit of the North. Bevor wir weitermachen, bewertet sehr gerne das Video, lasst mir ein Like da, ein Abo und aktiviert das Glöckchen, damit ihr nichts von den kommenden Folgen mehr verpasst. Und in diesem Sinne, viel Spaß. Ja, man sieht schon, der Kleine ist am Gähnen und Schmatzen und ist auch schon wieder ein bisschen dreckig. Einmal ganz kurz zum Einstieg für die, die nicht wissen, worum es hier geht. Da hinten und über uns sind so ein paar rote Nebel, die vergifteten Nordlichter. Und wir sollen sie befreien. Der Spirit, dieser kleine Glowpoint hier, ist der Geist des Nordens, hat uns um Hilfe gebeten und wir sollen Schamanen retten, beziehungsweise die Seelen. Genau dafür sind wir da und da oben befindet sich ein Speicherpunkt, da werden wir jetzt durchlaufen und dahinter hatten wir beim letzten Mal schon gesehen, konnten wir was befreien und da war ein Schamane, beziehungsweise ein Stab eines Schamanen. Und das heißt, der Schamane wird auch hier irgendwo sein. Hier sind schon mal Gebeine, sehe ich gerade, aber kein Schamane. Die Schamanen haben noch was an. Oh, war das ein Ausdruck der Traurigkeit? Ich weiß es nicht. Manchmal gibt der Kleine uns Hinweise, denn gesprochen wird hier nicht. Wir wollen erstmal da hinten hin, weil da lag, wie gesagt, der Stab. Wir jumpen einfach mal eben schnell darüber. Ja, nice one. Hier ist der Stab. Den nehmen wir schon mal mit. So, jetzt heißt es Schamanen finden. Der Stab gibt uns immer so ein bisschen Hinweise. Der knistert nämlich, wenn sein Besitzer in der Nähe ist. Aber bis jetzt. Da unten ist auf jeden Fall diese Druckplatte. Kommen wir von da unten notfalls wieder hoch? Ja, sieht so aus. Dann würde ich sagen, springen wir da einfach mal runter und gucken, was passiert, wenn wir da drauf gehen. Was aktivieren wir denn hier? Hä? Was? Oh Gott! Okay, wir hätten uns den Sprung schenken können. Gut zu wissen. Aber das Stäbchen ist ja noch nicht mal ansatzweise am Knistern. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal runter. Geht bestimmt hier hinten weiter. Aber ich habe halt irgendwie Angst, dass hier jetzt ein Schaman ist und wir den halt voll übersehen. Wäre nicht das erste Mal. Deswegen gucken wir hier jetzt auch nochmal eben. Aber das Stäbchen knistert nicht. Und da oben waren ja nur die Gebeine, wie wir wissen. Also werden wir doch wieder die Platte benutzen. Okay, dann werden wir mal gucken, dass wir hier weiterkommen. Denn ich denke mal, da müssen wir das Stäbchen doch mitnehmen. Schön ist halt, wenn links und rechts Mauern sind, dann weiß man, da geht's nicht weiter. Ich glaube, hier brauchen wir ein kleines bisschen Anlauf, weil ich bin wieder so ein Dulli. Ich springe sonst wieder safe daneben. Sehr gut. Weiter geht's. Auch hier ist nichts. Also geht's darüber. Oh, das Stäbchen fängt an zu brennen, Leute. Das Stäbchen fängt an zu brennen. Ja, wo ist er denn? Bestimmt da oben, oder? Okay, wir gucken erstmal hier unten. Da geht's auf jeden Fall weiter. Aber ansonsten geht's hier nirgendwo weiter, oder? Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Und hier knistert's auch nicht mehr. Okay, also von hier sind wir gekommen. Wir müssen echt da hinten durch, okay? Gucken wir mal, was denn hier so ist. Der zeigt dann schon wieder irgendwas. Darüber? Ja. Aber ich will da nicht. Ich muss wahrscheinlich, ne? Okay, aber hier ist definitiv nichts. Kein Schamane, gar nichts. Aber der Kleine hat auch aufgehört zu knistern jetzt. Was mache ich denn jetzt? Er knistert ja hier. Den kann ich doch jetzt nicht die ganze Zeit mitnehmen. Leute, ich bin etwas überfragt gerade. Guck mal, da oben kann man ja auch rüberspringen. Ich muss doch hier irgendwie raufkommen. Vielleicht von hier draußen? Definitiv nicht. Da komme ich nicht hoch. Das ist jetzt echt ungünstig. Da muss ich ja wahrscheinlich mit dem Stäbchen mitlaufen, ne? Mehr als dass wir einen Schaman verlieren, kann ja nicht passieren. Es wäre zwar sehr, sehr ärgerlich, aber was soll ich anderes machen? Ich kann hier nichts anderes machen. Es ist so ekelhaft. Ah! Ach Gott, ich dachte jetzt, dieser Blubbersumpf treibt mich irgendwo hin. Jetzt sind wir hier, wo wir eben hin wollten. Ja, nice. Dann ist der doch bestimmt irgendwo hier. Ach komm, hier geht eine Treppe hoch. Mit Sicherheit wird er hier oben irgendwo sein. Safe. Das war schon ein paar Mal so. Lol, wofür bin ich jetzt hier hochgerannt? Hä? Warte, was? Aber es hat doch hier geknistert. Hä, dann ist der doch nicht hier oben? Also wir sind von hier sind wir eben rübergelaufen. Hier fängt es auch wieder an zu knistern. Hier sind wir eben hochgelaufen. Und da sind wir gerade rübergerannt. Okay. Das hat schon mal geklappt. Hey, aber hier ist ja da gibt es nachher ein Morph-Tor. Wo ist denn dieser blöde Schamane? Warte mal, hier ist ein Stein. Was kann ich denn damit anstellen? Da hinten sitzt der Schamane. Wow, wie soll ich denn da hallo? Okay, wir gucken jetzt erstmal, was hier passiert. Ein Morph-Wirbel. Schick. Da ist der Morphwirbel. Aber der bringt mich ja schon wieder weg vom Schaman. Ich will da ja hin und nicht weg. Da ist ein Vorsprung, da ist ein Vorsprung. Und hier, aber komme ich hier dran vorbei? Oh ja, oh. Ups. Hoppla. Nice. Es hat geklappt. Ey, ich bin immer wieder
immer wieder positiv überrascht, wie viel dieser Inskip-Modus doch kann. Oh, wir stehen drauf. Geringfügig respektlos. Freunde, wir haben einen neuen Schaman. Oh, wow. Nice. Ich bin gerade so happy, dass das geklappt hat, dass wir diesen Schaman gefunden haben. Da habt ihr nochmal die Grafik. Uns fehlen echt nicht mehr viele. 2, 4, 6, 8 Stück noch. Ich hoffe wirklich, dass wir das schaffen. Ich hoffe es so sehr. Ich freue mich da so sehr mit euch drauf. Ganz ehrlich, das kann ich kaum in Worte fassen. Weil das wirklich das erste Game ist, was ich dann bis zum Ende durchgezockt habe. Und ihr durftet mich dabei begleiten. Trotzdem, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir Feierabend. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal jump ich jetzt mal gleich wieder eben zurück. Oder einfach runter und laufe die Strecke nochmal. Und dann gucken wir mal, wo uns der Morph hinbringt. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Das gucken wir uns, wie gesagt, dann an. Falls ihr das nicht verpassen wollt, aktiviert das Glöckchen, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Dann verpasst ihr es definitiv nicht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Malvini. Tschüss.